Hallo, ich bin Carsten in Willebad Essen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Wow. Hallo nochmal. Ich bin hier heute in der Gegend von Willebad Essen unterwegs. Ich bin jetzt hier gerade auf so einer kleinen, schönen Lichtung und ich habe mir heute den Weg zu mystischen Städten ausgesucht. Ja, wo liegt Willebad Essen? Also ich bin jetzt im Osten Nordrhein-Westfalens, etwas unterhalb von Paderborn. Ein Stück weiter nach Osten ist dann Kassel und wir sind hier hingefahren, eigentlich um uns die Externsteine anzusehen, aber es ist so ein herrliches Wetter und so eine schöne Gegend, haben wir uns gedacht, nee, dann gehen wir doch lieber wandern. Ich habe jetzt über die Tour gar nicht so viel gelesen. Ich habe nur von einer Bekannten die Empfehlung zu dieser Tour bekommen. Danke Sigrid. Sieht aus, als wäre es wirklich eine tolle Tour hier. Und wenn ihr Lust habt, begleitet ihr mich noch weiter auf mystischen Pfaden. Hört ihr das? Ja, sieht so aus, als wäre ich jetzt so ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Jetzt schon. Na, schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. Ja, und hier mitten im Wald steht dann auf einmal so eine Klippe, so ein Felsen und hier geht es dann erstmal runter. Ja, ich sehe da hinten schon wieder die ersten Häuser von Willebad Essen. Also viel zu sehen gab es unterwegs nicht. Es war zwar zum Laufen eine schöne Tour, aber es ging halt sehr, sehr viel halt durch den grünen Wald, ohne viel Aussicht. Ich habe beschlossen, da ja noch recht früh ist, ist gerade erst mal kurz nach 12, werde ich mir jetzt mal Willebad Essen anschauen und ich guck mal, vielleicht nehme ich euch noch mal mit in die Stadt. Wir sehen uns gleich nochmal. Ja, und hier in Willebad Essen gibt es eine alte Klosteranlage. Ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an.
Naja, ganz so viel gibt es von der ehemaligen Klosteranlage dann doch nicht mehr zu sehen. Ja, ich bin wieder heraus aus der Stadt. Da war ja nicht wirklich viel zu sehen. Aber ich habe dann ein Schild gesehen, dass es hier zu einer Mineralquelle gehen soll. Und da bin ich jetzt gerade auf der Suche. Also da vorne stand ein Schild, irgendwas mit 200 Metern. Ich höre es rauschen, also weit weg kann sie nicht mehr sein. So, das ist die Eggequelle hier bei Willebad Essen. Ist anerkanntes Mineralwasser. Werde ich jetzt mal probieren, das Zeug. Prost! Schmeckt. So, und da vorne steht dann jetzt noch ein Schild, dass es da zum Wildgehege noch 500 Meter sind. Das schaue ich mir dann natürlich auch an. Mal gucken, was da zu sehen gibt. Wildgehege konnte ich mir dann jetzt klemmen, weil man hört es vielleicht noch im Hintergrund. Da wird gerade Rasen gemäht. Und dementsprechend ist da natürlich kein Wild zu sehen. So, ich bin froh, dass ich das hier dabei habe. Das ist nämlich ein Handtuch, weil hier gibt es nämlich ein Wassertretbecken. Und bei dem Wetter und nach der Wanderung tut das bestimmt gut. Das Wasser ist auf jeden Fall schön frisch. Das tat jetzt gut. Das tat jetzt gut. Ja, die Füße sind wieder trocken. Da hinten ist noch die Kneiphütte zu sehen. Ich gehe dann jetzt langsam mal wieder zurück. Wir sind gleich am Auto wieder zurück. Das war jetzt echt eine schöne Sache mit dem Kneippbecken. Es wird jetzt langsam immer dunkler und vom Gefühl her würde ich auch sagen windiger. Die haben eigentlich schon heute den ganzen Tag Gewitter angesagt. Bis jetzt hatte ich Glück. Aber wie gesagt, jetzt bin ich eh gleich wieder zurück. Und von daher kann von mir aus der Regenschauer jetzt kommen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.